So, hallo zusammen. Heute machen wir mal das vorangekündigte Thema GIMP. Wie schneide ich etwas aus? Wir nehmen hier was relativ Einfaches, um es einfach zu halten. Einfach, ne? Ich möchte hier jetzt den Dreibeiner ausschneiden. Und ja, wir haben jetzt hier eigentlich mehrere Möglichkeiten. Wir können hier, wie gesagt, Flächen ausschneiden in eckiger oder auch runder Form. Wir können Pfade ansetzen, um Dinge auszuschneiden. Und wir haben hier den Zauberstab. Machen wir erstmal die Auswahl wieder weg. So, wenn ich jetzt hier die, ich habe jetzt hier reingeklickt und ihr seht, es ist einiges markiert worden und manches nicht. Ich zoome mal da rein in die Ecke. Und ihr seht, also das hier oben ist alles klar farbgleich. Und wird dann automatisch markiert und das drunter ist dann nicht mehr gleich. So, um jetzt einfach mehrere farbähnliche oder verschiedene Flächen zu markieren, gibt es hier diesen Modus. Das ist dann hier aktuelle Auswahl. Hier kann man dann dazu hinzufügen. Hier kann man noch, haben wir noch zwei andere Auswahloptionen, die ich jetzt auch noch nicht probiert habe. Diese hier ist auf jeden Fall die, wir suchen. Die können wir anwählen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier ins Dunkelblau reingehen, wird es zu der Auswahl zusätzlich dazugezogen. Und so kann ich jetzt hier erstmal so weit klicken, bis ich alles, was ich markiert haben will, markiert bekomme. Darauf müsst ihr dann achten, dass zum Beispiel Ränder, hier sieht man es, sind nicht richtig drin, weil einfach die Farbe von hier einfach zu ähnlich ist und das Programm das einfach nicht erkennen kann. Man könnte jetzt hier den Schwellwert nach unten oder nach oben setzen. Wir machen nochmal die Auswahl weg. Nichts auswählen. Und wir reduzieren jetzt den Schwellwert ein wenig. Wir waren auf 15, jetzt gehen wir mal, sagen wir mal auf 10, wenn wir das hinbekommen. 10. So. 10. Und markieren das nochmal. Das hier nicht vergessen. So, jetzt sieht es schon ein bisschen besser aus. Machen wir hier nochmal 10. Also wir hätten es zusätzlich. So. Also wie ihr seht, es wird schon ein bisschen besser. Wir markieren jetzt hier einfach nochmal wie gerade eben. Ich darf nicht vergessen, hier ist zusätzlich. Also in der neuen Version gibt es dann noch so ein Ding, wegen dem, was jetzt hier gerade passiert. Also wenn ich jetzt hier draufklicke, in das Dunkelblaue, und ich dann aus Grund des Zoomens die Steuerungstaste hebe und dann drehe, seht ihr, dass das automatisch zurückgesetzt wird. Also ich drücke hier mal drauf, ich habe es markiert oder ausgewählt und drücke dann auf die Steuerungstaste, während ich zoome, springt es wieder zurück. Das ist jetzt mein Fehler gewesen. Das ist ein Wechsel von, in 2.6 war das nicht so, in 2.8 ist es so und wegen dem ist es hier auch passiert. Also immer darauf achten, wenn ihr mehrere Farbbereiche automatisch markieren lasst, dass das hier drin ist. So, wir markieren hier einfach nochmal ein bisschen. Ich klicke jetzt hier einfach wild rum, bis das alles markiert ist, das ich haben will. Wollen wir mal schauen. Hier oben noch ein bisschen. Schauen wir mal, wie es hier unten aussieht. Hier ist noch der Schatten mit drin. Schauen wir mal, ob das. Ah, jetzt hatte ich es fast schon vergessen. Ja, dann suchen wir mal raus. So, das sieht schon ganz ordentlich aus, würde ich behaupten. So, jetzt zum Beispiel hier oben. Wir wollen natürlich, dass das Ding hier auch ausgeschnitten ist. Was wir jetzt mal markiert haben, ist der Hintergrund des Dreibeiners, nicht der Dreibeiner selber. Darum gehen wir jetzt hin und machen die Auswahl und invertieren die Auswahl. Es hat sich jetzt rein optisch nichts verändert, jedoch ist jetzt der Inhalt, also der Dreibeiner, den wir wollen, markiert und nicht mehr das Äußere. Mal schauen, ob man das sieht. Und ihr seht, der rotierende Streifen ist nicht mehr außen, sondern ist direkt um den Dreibeiner gelegt. Wir gehen jetzt einfach an die Stelle hin. Vergessen hier nicht, dass wir es den hier wollen zur aktuellen Auswahl hinzufügen und gehen dann hin und machen die manuelle Geschichte. Und zwar gehen wir dann hier so knapp entlang. Oh. Oh. Einmal am Runden. Und wir haben es wieder vergessen. Das war der V4-Effekt. Wir machen einfach einmal rückgängig. Also ich muss mich da jetzt erst stark dran gewöhnen. Das war ein bisschen ungeschickt jetzt, dass das so ist.
mit der neuen Version. Ich habe schon einige Mal geflucht, wenn ich Dinge ausgeschnitten habe. So, wir zoomen wieder raus. Hier hat es eine kleine Unebenheit. Wieder zusätzlich anklicken. Wir gehen mal ein bisschen so entgegen. So. Muss nicht so genau sein. Wenn es zu genau ist, dann sieht es auch ein bisschen unnatürlich aus. Und so wackeln wir jetzt den Rand ab. Hier ist zum Beispiel auch wieder was. Zur aktuellen Auswahl hinzufügen. Oh, bis hierhin. Zoomen wir mal ein bisschen raus, gehen wieder den Rand ab einfach. So, wir kommen zum Fuß. Hier können wir eigentlich auch fast alles lassen. Ja, hier haben wir noch eine Kleinigkeit. Hier wieder nicht vergessen, hier zur Auswahl hinzufügen. So, jetzt haben wir was. Hier sieht man, dass mehr als der Fußnapf markiert ist. Wir invertieren die Auswahl wieder. Jetzt ist nicht wieder der Dreibeiner markiert, sondern der Hintergrund. Wir gehen jetzt hin, was wir nicht haben wollen, und schneiden es praktisch ab. Ja. Das sollte man natürlich ein bisschen genauer machen. Wir machen das hier bloß zum Anschein, richtig. Ja. Jetzt hätte ich es fast wieder vergessen, ne? Hier. Zur Auswahl hinzufügen. Ich lerne es noch. So. Und der Vorführeffekt haben wir wieder. Wir gehen einfach auf rückgängig. Und zoomen rein. Upsa. Hier hin. Und diesmal klicken wir es gleich an. Und nochmal. Ihr seht also, dass man da auch, wenn man sich auf irgendwas mal eingeschossen hat, sich schwer daran tut, manchmal Sachen neu zu erlernen. Ich weiß nicht, warum das geändert worden ist. Vielleicht aber auch bloß ungewollt geändert worden. So, jetzt. So, den einen Fuß haben wir korrigiert. Gehen wir mal zum mittleren. Oder hat man den gerade den mittleren? Wollen wir mal schauen, nicht, dass man den zweiten Fuß. Ja, wir hatten den mittleren Fuß verwendet. Wir gehen zum rechten Fuß. Und vergessen hier nicht zur Auswahl hinzufügen. Und wählen hier den Bereich aus, den wir noch zu der anderen Auswahl hinzufügen wollen. So, zoomen wieder raus. Schauen wir uns kurz noch das mittlere Bein an. Na, hier könnte man noch ein bisschen nachholen, oder? Ne, das ist okay. Das ist okay, sieht man nachher nicht mehr so arg. Also es ist auch ausschlaggebend, wie hochauflösend das Bild ist und wie hochauflösend dann das Endergebnis sein wird. Hier können wir noch was hinzufügen, da kann man noch einen schönen Schnitt reinsetzen. Ja. Wenn ihr natürlich super hochauflösende Endergebnisse haben wollt, dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn ihr entsprechend genau arbeitet. Wenn das dann nachher auf einen anderen Hintergrund gesetzt wird, wo die Farbunterschiede sehr krass sind, da lohnt sich dann das ganze Feinarbeiten. Aber wenn ihr, da haben wir was gesehen. Ja, hier. So. Hier müssen wir wieder was in den Dreibeiner reinbringen, weil es ist zu viel von außen hier eingedrungen. Wir invertieren wieder. Und jetzt ist der Dreibeiner selber wieder markiert. Wir machen hier wieder zur Auswahl hinzufügen. Und machen hier ganz grob das Ding. Zack, zack, zack. So. Wir zoomen wieder raus. Gehen mal noch das letzte Bein hinunter.
Hier können wir auf jeden Fall nachziehen. Da hat es sich mit dem dunklen Blau ein bisschen vertüddelt. Gehen wir hier hin. Oh, ja, bis hier hin, würde ich sagen. Ne? So. Wir haben ja immer noch den Dreibein ausgewählt, nicht den Hintergrund. So, hier können wir auch noch ein bisschen vielleicht, dass das nicht so ruppig aussieht. So, jetzt kommen wir zum Fuß. Hier müssen wir was. Hier können wir ein bisschen zum Dreibein hin tun und das müssen wir nachher wegmachen. Wir haben ja immer noch den Dreibein ausgewählt. Hier können wir noch ein bisschen, schauen wir mal, hier, so. Diesen. Dann hier können wir noch die Ecke mitnehmen, dass das ein bisschen runder aussieht. So. Und jetzt müssen wir wieder wegmachen. Jetzt müssen wir natürlich den Dreibeiner praktisch deselektieren und dann den Hintergrund selektieren, Auswahl invertieren. Falls natürlich jemand einen besseren Weg kennt, der darf das gerne posten. Das ist das, was ich für mich selber rausgefunden habe, Learning by Doing. Es gibt sicherlich natürlich immer wieder einen anderen Weg oder einen besseren Weg oder irgendwelche Add-ons, die das automatisieren. So, gehen wir nochmal den Fuß hoch und schauen noch den linken Teil des Dreibeines an. Schaut soweit gut aus, würde ich behaupten hier. Hier oben am Dächchen fehlt nichts mehr. So, und hier haben wir Folge begonnen.